Guten Tag, meine lieben Freunde des Let's Play-Gewerbes und guten Rennspiels. Hier ist wieder euer Nein, wir lassen das. Hallo, hier ist Conny und ich mache weiter mit der tollen Nachsynchronisation des Superspiels Crash Day mit dem schlechten Audioprogramm. Ja, also, warum mache ich das weiter? Erstens, ich will den Platz auf meiner Festplatte wieder haben, weil das ganze Projekt ja, also hier die 2 Stunden, die ich noch aufgenommen hatte, ungefähr... wartet. Ach so, 132 GB nur weggenommen haben. Das möchte ich jetzt loshaben, aber ich möchte die Aufnahmen nicht verwerfen, also mache ich das jetzt schnell. Zweiter Grund, ich werde bald wieder mehr und regelmäßiger Content liefern können. Grund dafür, erstmal als Übergangslösung, ein mobiler WLAN-Router. Jetzt würde ich eigentlich so ein Bild davon einblenden, aber ich bin viel zu faul, das zu machen, weil ich das eh vergessen werde. Also, ich habe mir einen mobilen WLAN-Router geholt und der geht jetzt übers Handynetz und nicht über meine schlechte DSL-Leitung. Und mit dem habe ich jetzt 5000er Upload und das geht dann relativ fix. So in 2 Minuten so ein 200 Megabyte Video, das passt schon. Also es reicht auf jeden Fall. Macht euch einfach darauf gefasst, dass ich wieder Sachen planen kann. Auch hochqualitativere. Ich habe schon voll das tolle 100 Abonnenten Special, aber erstmal muss ich 100 Abonnenten haben. Wo bleiben meine 100 Abonnenten? Außerdem, ach, das muss ich auch noch erzählen. Ich rede jetzt einfach die ganze Zeit off topic, weil ich keine Ahnung mehr habe, was ich da geredet habe. Ich habe Oscar auf dem Bauernhof wiedergefunden. Oscar, der Ballonfahrer, ist back. Richtig. Heidi ho. Naja. wir werden bald wieder Oscar wiedersehen und weiterspielen, ne? Und da war ich, wow, da war ich knapp an der Tonne vorbeigefahren. Das finde ich ja richtig witzig. Ist eigentlich schon mal, oh, ich hab's geschafft. Oh, guck mal, wie toll das ist. Ich hab es geschafft. Ja, Nachsynchronisation ist total langweilig. Nein, eigentlich nicht. Man kann über alles reden, ohne sich auf das Spiel konzentrieren zu müssen. Ist es ganz witzig, aber es hat relativ wenig mit dem Spiel zu tun. Naja. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich schweife ab, aber das ist der Sinn des Nachsynchronisierens. Was mache ich denn jetzt? Ah, ich mache jetzt dieses komische Wrecking-Match da. Aber dafür muss ich erst noch Sachen kaufen. Genau, stimmt ja. Sachen kaufen, Sachen kaufen, Sachen kaufen. Was kaufe ich denn? Waffen! Das ist ja schrecklich. Das kann man doch nicht tun. Ist es etwa ein Kinderspiel? Ein Spiel für Kinder? In dem Waffen nicht erlaubt sind? Nein, ist es nicht. Waffen sind geil! Naja, das sollte ich vielleicht nicht auf YouTube sagen, weil sonst werde ich so Terrorist und so, ne? Wisst ihr schon Bescheid, ja, ja. Mal gucken, wie viel ich heute nachsynchronisieren werde. Erstmal, was mache ich da? Ich kaufe Sachen. Das ist ja sehr schön. Warum kaufe ich nur Sachen? Ja, oh, oh, hör zu, sorry. Krass. Als wir dann auch noch das Teamwrecking einführten, flippten alle völlig aus. Heftig. Beim Teamwrecking gab es nichts, was ich nicht irgendwie zu Geld machen ließ. Echt heftig. Artikel, Videos, der ferngesteuerte Firespitter für die Kleine. Boah, voll Spitter, ey. Der Spit. Feuer. Noch für ein paar Tausend an den Mann bringen. Es war unglaublich. Frage ist, wer verkauft Scheiß verbeult Kotflügel und wer kauft sie? Was? Ich brauche keine scheiß verbeulten Kotflügel. Ich frage es jetzt, sind die Kotflügel einfach nur scheiße verbeult oder sind sie mit scheiß... Oh nein, lassen wir das. Wir fahren mit unserem Buster GST mit der Minigun und werden jetzt alles töten. Ich glaube, wir haben das beim ersten Mal nicht mal... Also was heißt hier wir? Ich fahre mit dem Buster GST, weil ihr nicht dabei wart. Wie sonst immer, was ihr sonst eigentlich auch nie seid, aber ich sag's sonst immer. Oh, ich werde gleich erstmal sterben, glaube ich. Na doch, ich werde sterben, aber erstmal zerstöre ich 2 Autos. Wow! Und mein Team hat irgendwas selbst zerstört. Oh Mann, ey, diese Vollpfosten. Was können die eigentlich? Ja, 12%. Ich sollte mich vielleicht mal umbringen gehen. Das ist sowieso das Beste. Habe ich das schon mal gesagt? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es euch nicht mehr sagen, ob ich das schon mal gesagt habe. Jedenfalls Technik in dem Spiel, ne, bei Wrecking Matches, immer umbringen gehen. Umbringen gehen ist das Beste, was man machen kann. Man kriegt keine Punkte abgezogen und man kann... Nett. Ich falle auf ein Auto drauf und das Auto zerlegt mich. Ist richtig. Ich habe gerade mal einen Übersteuerungstest gemacht. Eigentlich sollte meine Stimme bei diesem Mikrofon... Mikro. Hört sich so ein bisschen spanisch an. Enrico oder so. Keine Ahnung. Eigentlich sollte mein Mikrofon bei den Einstellungen nicht übersteuern. Wäre schon mal was für sich, ne? Hätte was. Oh, Totalschaden. Schön. Das hatten wir ja gerade eben erst. Ich glaube, ich bin der Einzige, der gerade zerlegt wird. Und zwar immer von James. Oh, und ich habe gerade noch über mein Team gemeckert. Nett. Wenn ich jetzt Wupp töte, dann habe ich einen Teamwreck gemacht. Und Teamwrecks geben Punktabzug. Oh, der ist tot. Oh nein, ich habe einen Teamwreck gemacht. Das hat jetzt einen Punkt. Ich habe einen anderen gewreckt. Das war jetzt der Wiedergutmacher. Oh, James, der ist böse. Passt auf, James. James ist der Böse. James ist der Böse in dem Spiel. Conny ist der Gute in dem... Was zum Geier? Ich habe irgendwas geöffnet, was ich nicht öffnen wollte. Ah, ach so, ich muss ja gar keine Angst haben. Ist ja gar kein Threat. Okay. Alles klar. Ich habe Vanillepudding auf meinem Tisch stehen. was gibt es zu erzählen? Draußen ist schönes Wetter. Ich habe im Moment wenig Zeit durch Oberstufe.
Jetzt könnt ihr auf mein Alter schließen. Das ist der erste Hinweis, den ich auf mein Alter gebe in meinen Let's Plays. Schreck-Kabum. Schreck-Kabum. Das ist ja echt schrecklich. Und ich habe Pause gedrückt. So, habe ich Pause. Was zum Geier? Oh, Pause drücken. Das hat was mit meinem 100-Abonnenten-Special zu tun. Jetzt ratet mal, was mein 100-Abonnenten-Special wird. Wer das errät, der darf bei meinem 100-Abonnenten-Special mitmachen. Ohne Scheiß. Wer das errät, der darf mitmachen. Sag ich jetzt einfach so. Aber das errät eh keiner. Ihr solltet es versuchen. Ich meine, dann seid ihr beim größten Newcomer-Let's Player aller Zeiten in einem Video zu sehen. Zu hören. So wie Linky Boy. Er hasst mich dafür, wenn ich ihn Linky Boy nenne. Deswegen nicht Linky Boy. Hallo Linky Boy. Linky Boy. Warum ist er nur so Linky Boy? Das ist, erinnert mich gerade an. Genau an Zazzles. Wer von euch kennt Zazzles und woher kommt Zazzles? Zazzles ist toll. Ich mag es Zazzles. Zazzles ist Zazzy. Ich hatte gerade schon wieder. Wow, da schweben Partikel in der Luft. Ey, das ist voll gut geskriptet. Wir haben letztens in so einer Abi-Info-Broschüre hier von der Schule aus. Da waren halt so Praktikums, also hier für, wie heißt das? Ausbildungsplätze, genau, Ausbildungsplätze waren da drin. Und wisst ihr, wo man eine Ausbildung hier in der Umgebung machen kann? Bei Makromedia. Wisst ihr noch, was Makromedia war? Richtig, das war dieser voll tolle Player. Player. Voll der Player, ey. Das war dieser tolle Player, auf den so brillante Spiele wie Joe hat dich zerlegt. So brillante Spiele wie, was war da nochmal? Ich glaube alles. So Oscar der Ballonfahrer und Willi Werkel, alles war auf Makromedia geskriptet. Voll die Premium-Software. Aber leider kann man da gar nicht in die Programmierung und Entwicklungsabteilung, sondern nur in das Design. Und da will ich nicht hin. Also gehe ich nicht zu Makromedia. Nein, ich studiere. Wahrscheinlich Physik und Informatik. Was tue ich da gerade? Ich nehme Events an. Offroad Madness. Oh, das ist eine schöne Map. Und die gibt viel Geld. Und die ist schön. Was tue ich? Achso, ich packe mir ein Offroad-Fahrwerk dran. Ah ja, das ist Offroad Madness, Offroad-Fahrwerk. Ja. Ich habe nichts zu essen mehr. Ich sollte mal was zu essen kaufen gehen. Habe ich aber sofort zu. Was habe ich hier noch so rumliegen? Zeug, ein E-Book-Reader. Things I found in my room. Nein, das heißt ja alles. Things I found in my room. Room, I found in my room. So. Also in meinem Zimmer, da findet man. Angegammelte Chips-Tüten und was findet man da noch so? Da findet man so Simmel unterm Boden und ja, das ist ja voll das Gamer-Zimmer, ne? Da sind ja überall so Poster von Spielen an der Wand. Also, das ist ja klar. Das ist ja Gamer-Zimmer. Oh Mann. Ah. Ich hab mich ja in mein Zimmer hat sich original seit der letzten Aufgabe kein bisschen verändert. Nicht ansatzweise. Finde ich witzig. Naja. Irgendwann gibt's bestimmt so ein tolles... Guck mal, das ist mein Zimmer-Video. Irgendwann bei 1000 Abonnenten. Oder 10.000. Oder 100.000. Oder eine Million. Naja. Das glaube ich eher nicht. Wenn ich auf 1000 komme, bin ich schon mega fame für meine Auffassungsgabe. Was zum Geil. Für mein Auffassungsvermögen. Tuning ist irgendwie langweilig zu kommentieren. Deswegen, ne? Also... Ich kommentiere schon die ganze Zeit kein bisschen das, was da kommt. Und trotzdem sage ich jetzt, dass Tuning langweilig zu kommentieren ist. Seems legit, ne? Irgendwelche Leute spielen Garry's Mod. Wer ist das? About Minecraft. Der spielt gerade Garry's Mod. Oh. Der soll Videos hochladen und nicht Garry's Mod spielen. Grrr. Naja. Andere Geschichte. Das ist Schnappi. Schnappi? Das sind meine Freunde. Schnappi ist ein komisches Holzkrokodil, das klappern kann. Ich hab kein... Oh, Story. Ich muss leise sein. Ich bin aber nicht leise. Story könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr sie hören wollt. Der Sprecher kann eh nicht sprechen. Ja, Sprechernom. 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 Wieso Nom? Sprechernom, Sprechernom. Ja, ja. Was erzählst du? Achso, er erzählt Spaß und Freude. Ich hab keinen Spaß und Freude an meinem Job. Mein Job ist nämlich das Let's Play. Nee, das ist mein Hobby. Was ist denn mein Job? Mein Job ist im Moment noch zur Schule gehen. Und erstmal das Abi fertig kriegen. Und danach wird mein Job sein... Ja, genau das. Ich weiß noch nicht, was ich machen möchte. Am besten irgendwo in der Informatik, ne? Fände ich schon witzig. Oder? Ich weiß es nicht, ich hab keine Ahnung.
schlagt mir vor, was ich später mal machen soll. Der beste Entwurf wird eingesendet und bekommt eine Kika Lunchbox oder so. Warte mal, was war das noch? Genau, das war früher das Kika Baumhaus vorm Sandmännchen. Da haben sie dann immer so Sachen verlost für Kinder, die tolle Bilder gemalt haben. Ja, ich wollte immer was aus der Truhe haben, da gab's tolle Gab's nicht mal Punkte dafür, über den Kran zu springen? Habe ich mich das da nicht auch gefragt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht mein Buster doch jetzt total toll aus mit diesen super silbernen Streifen, oder? Wieso kann man die silbernen Streifen nicht in der Farbe ändern? Wieso müssen sie so derbe Silber sein? Können sie nicht derbe Gold sein? Können sie nicht derbe Chrom sein? Können sie nicht derbe Platin sein? Nein, sie können gar nicht derbe sein. Sie sind einfach nur Silber. Ich mache jetzt gerade voll die Combo, ey. Combo Breaker! Woher kommt das? Welches Spiel war das? Ey, so viele Fragen, wie ich jetzt schon im ersten Part gestellt habe, das könnt ihr niemals beantworten. Unmöglich. Das geht einfach nicht. Das kann man sich gar nicht merken. Da muss man es wieder dreimal gucken, um jede Frage mitzukriegen. Ich könnte natürlich hier in die Videobeschreibung reinschreiben, was die Fragen waren. Hä, mach ich aber nicht. Zu faul und so. Ach, Mensch. Und, habt ihr auch die Steam Summer Getaway Aktion genutzt? Ich glaube, ich habe so ungefähr 90 Euro, 100 Euro, keine Ahnung, viel da rein investiert. Aber hat sich gelohnt. Schöne Spiele. Schöne, feine Spiele. Ja, feine Spiele. Schade, mein Hund ist gerade nicht da. Der kann mich nicht doof angucken, weil ich irgendwas labere. Das ist immer so, das Approval, Deutsch. Das ist zum Geier. Die Bestätigung, das meinte ich. Die Bestätigung, dass ich total bescheuert bin. Findet ihr es nicht auch komisch, wenn man sich von seinem Hund bestätigen lassen muss, dass man total bescheuert ist? Mich wundert gar nichts mehr heutzutage. In Zeitaltern von Ich abonniere Grunk! Weil ich Grunk-Fan 943 LP Elotrix HD Super Typi heiße. Das ist nicht mal zugelassen, oder? Der Name ist zu lang. Und ich bin YouTube-Partner, obwohl ich nicht ein Video hochgeladen habe. Na? Dieses Zeitalter. Weil jeder YouTube-Partner ist und so. Ich natürlich nicht. Also. Aber ich zeige keine Videos von meiner Werbung. Keine Werbung von meinen Videos. Das mache ich nur, um Thumbnails zu haben. Den Partnerstatus. Und das wisst ihr auch. Kommt, das kann ich mir noch bestätigen. Boah, das war die krankste Stimme. Ich habe eine Chemielehrerin im Moment. Die hört sich original so an, wie die Synchronstimme von Madame Sprout, also der Mongo-Oma aus Harry Potter und der geheime Pornokeller. Original. Ja, hallo, ja, willkommen zum Chemieunterricht. Ja, ich tue da alle jetzt mal hinsetzen und dann lege ich mal die Namensliste vor. Ja, wenn ich jetzt alle anwesend, dann kann man jetzt mal so Chemie machen, also das ist jetzt die Reaktion, die ihr machen wollt. Und ihr müsst Chemie. Und genau so redet ihr die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Dabei ernst zu bleiben und mein Abi zu bestehen. Vielleicht wechsle ich einfach den Lehrer. Mit genug Geld geht das bestimmt. Oh ja, das ist sowieso der beste Trick auf dieser Map. Immer einfach aufs Bauerndach springen. Da kriegt man immer 15.000 Punkte und hat sofort gewonnen. Ich muss ja auch mal wieder das Spielgeschehen kommentieren, ne? Also ist ja einfach so. Hui! 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 Ich springe! Jetzt kommentiere ich das Spielgeschehen, so wie ich sie. Ich fahre vorwärts. Ich lenke nach links, ich fahre wieder vorwärts, ich gebe Nitro. Ich springe, ich gebe Nitro. Ich springe, ich gebe Nitro. Ich klatsche irgendwo gegen und mach wow. Das sah sowas von beeindruckend aus. Es war echt genialus. Genius. Genius. Wenn ich jetzt schon am Nachsynchronisieren bin, dann kann ich auch mal versuchen, die Parts richtig aufzuteilen. Also richtig so Parttrennung und so. Boah, das wäre voll cool, oder? Das wäre dann das erste Mal, dass ich Parttrennung mache. Paartrennung finde ich eigentlich total bescheuert. Blockaufnahmen FTW! Oh, guck mal, Ich habe keine Punkte fürs Dach gekriegt. Finde ich ja nicht nett. Nein, ich höre auf mitzusingen, weil. Erstens kann ich den Text nicht. Zweitens ist das nicht meine Singkapazität. Und drittens fährt Donald vor uns. Und der fährt verdammt langsam, wenn man das mal so anmerken darf. Der kommt bestimmt nicht mal aufs Dach. Doch, er kommt aufs Dach, das heißt, er kriegt jetzt erstmal tonnenweise Punkte. Was? Er hat gar keine Punkte gekriegt. Oh, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen und das Auto sieht auch gar nicht verbeult oder so aus. Ich mag Crash Day. Auf meinem neuen PC, jetzt habe ich das letzte installiert, man kann den Karrierebildschirm nicht mehr sehen. Das ist total witzig, das ist einfach alles schwarz. Einfach alles schwarz.
Außer man startet das Spiel zweimal neu, dann geht alles wieder. Aber das ist immer so. Du startest es zweimal neu, dann schießt du wieder, dann ist wieder alles schwarz. Muss wieder zweimal neu starten, das ist völlig bescheuert. Aber ist halt so, kann man jetzt so einen Hunter kaufen und einen Inkubator V12, oh. Oder ein Vierer Spitter. Oder ein Apache oder ein Cube AS. Der kann gar nichts.